Die Steadfast, alles klar. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars die Skywalker Saga. Wir sind hier im freien Spiel vor Episode in Episode 9, kurz vor der letzten Level von diesem Spiel. Ne? Und ich war wieder auf der Jagd hier nach Großkampfschiffen. Mir fehlt ja nur noch eins, und zwar hier die Steadfast. Das Teil schnappen wir uns. Mit was letzte Großkampfschiff endlich hier haben. Ich befinde mich hier gerade über Cantonica, ne? Cantonica oder wie auch immer der Planet heißt, ne? Und weil unter den Hinweis stand halt, da befindet sich hier, und ja, ich habe hier die ganzen, wow, ich habe hier die ganzen Random Encounter, nenne ich sie mal, kaputt gehauen. Und ja, dann ist das Ding direkt aufgetaucht, ausgezeichnet beim ersten Versuch, mehr oder weniger. Aber wenn man weiß, wo man suchen muss, macht das, ist das schon ganz schön einfacher, ne? So, gehen wir aus dem Weg. Was schießt mich denn hier schon den ganzen Tag ab? So. Ich sehe diese Dinger hier kaum, also ein bisschen nervig. Ja, aber wir abzuschießen, Kollege. Ja. Da war noch einer. Da. Da war ein Verzweiflungsschuss. So, du. Ich weiß übrigens nicht mehr, was ich hier gerade durch die Gegend fliege. Ich glaube, Libertine oder Libertine, irgendwie heißt das. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schiff ist. Ich habe erst irgendwie Kylo Rens persönliches Schiff hier ausgewählt, aber meine Güte, das Ding irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe damit nichts getroffen. Also habe ich ein anderes Schiffchen gewählt, ne? Und ich musste halt irgendwas anderes nehmen als den Millennium Falcon, weil wenn man mit dem Ding durch die Gegend fliegt, ne? Geräusch, das macht so, ja, tut mir voll in den Ohren weh. Also da musste ich wechseln. Na, wo ist hier noch wieder was? Da war was, glaube ich. Mein Gott, wenn der Ding nicht hier angesehen würde, ne? Die Torpedos, dann würde ich nie wissen, wo die sind. So, wo seid ihr? Ja, hier ist irgendwas Rotes. Ja, ist das gleiche Spiel wie sonst auch immer. Und schon wieder herausfinden, wo der jemand ist, obwohl mir nichts angezeigt wird. Da. Da. Komm her, du Stück. Ja, die haben ja flott auseinandergenommen, ne? Jetzt gehen wir da rein. Ich komme jetzt da rein, ja? Sobald ich den Eingang finde. Eingang. Wo ist das Ding? Hier. Ich komme wieder rein. Wo ist der Eingang von dem Ding? Hallo? Wie komme ich da rein? Hallo? Normalerweise ist da immer ja so ein Ding irgendwie zum Anzeigen. Da, mein Gott. Kann übernommen werden. Wird übernommen. Ich habe mich selber reingelassen. So, jetzt gibt's aufs Fußbrett für euch. Jetzt seid ihr der ersten Ordnung ausgeliefert. Lass mich meinen Charakter wechseln. Meine Güte. Da müssen wir uns natürlich passend hier einen Charakter auswählen, ne?
Na, der oberste Anführer ist hier. Weshalb ich hier bin. Okay, das ist nicht wie geplant. Ein neuer Plan. Na gut, ich mach's. Oh ja, mein Gott. Ja, ich habe aufgepasst. Ja, mit wem klopfst du dich da? Ja, muss ich überhaupt gegen euch kämpfen? Ja, ne. Ich einfach hier rüber, ja. Muss eine Karte finden. Wo finde ich die? Irgendwo da. Aus der Weg. Meine Güte, ist der Berg weggeflogen. Irgendwo hier. Meine. Ich will doch nicht, ich tue ja nicht die Zeit verschwenden mit euch. Boah. Einstecken. Hallo, wie geht's? Man muss sich nicht hin aus dem Weg. So, ist weg. Er rennt weg von mir. Aus dem Weg. Ah, jetzt muss ich da ja tun. Geh mir aus dem Weg. Ich habe schon C3PO mit mir. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Warte hier. Ruf. Warum switcht du zu jedem außer zu Kylo Ren? Nein, ich bin nur fürs Schießen und Fliegen zuständig. Wir alle einzelne Dialoge. Eine Güte, muss ich hier mal hinfinden, ne? War ein bisschen lang. Wo muss ich denn jetzt schon wieder lang? Ich muss alle erlegen. Fast zu leicht. Da kommen wir ja ein Stück. Ich bin der einzig wahre Captain des Schiffs. Aber euch bereit für den Untergang. Direkt weggepustet. Ein Verräter. Wie extra mit seinen Sprungangriffen. Wo ist er? Wo ist er? Ist er abgehauen? Da ist er. Nein, ich habe mich erledigt. Warum sind hier so viele? Dann machen wir euch erstmal alle weg. Meine Güte. What? Gib her, gib her. Ich geb dir. Hör auf zu blocken. Alles schwer. Wenn ich ja jeden einzelnen erledigen muss, ey. Irgendwie ist sie geglitscht. Dann haben wir sie. Boah. Narr, ich bin doch nicht der echte Captain. Ich bin eine Fälschung. Dann wollte der Captain. Eine kleine Lippe. Wenn ihr euch nur sehen könntet, ich bin voll drauf reingefallen. Wo bist du dann? Der echte Captain. Kommt in den Hangar, damit ich euch selbst erledigen kann. Eine Erinnerung daran, dass. Weißt du, an der Sinn, irgendwie ein Double zu haben, wenn du sowieso nicht offenbar. Ich warne dich.
Nein, ich bin am Feuer gestorben. Na gut, ist das hier verzwickt. Na, muss ich denn? Ja, warum ist das hier so komplex? Aus dem Weg! Mein Gott! Na, komm her! Nein, ein Arzt! Nein, noch nicht dich! Hab ich gerade einen Typen auf. Nimm das. Meine Güte, geht das hier gerade ab. Also, ich mach keinen Schaden gegen die. Ne. Irgendwas anderes. Vielleicht dich. Okay, also jetzt nimmt sie irgendwie Schaden. Aber nicht durch meine Angriffe. Sind wir echt zu viele Gegner gerade, ey. Oh, Telemark gibt's schon Naturen durch gerade. Ich bin mehr als fähig. Okay, reck dich ab. Was muss ich doch machen hier? Ja, jetzt habe ich den immer. Meine Güte. Ja, das hat ja den kaputt gemacht und unten. Mehr von diesen Granaten, wenn es geht. Ja, so viele Sachen auf mich am Ballern, ne? Zum wo? Oh. Mein Gott, das ist halt für ein verteidigtes Schiff, ey. Gibt's da gar nicht. Hält euch doch mal ab. Mein Gott, wie oft schaffe ich ihn heute noch hier? Hey. Ja, put. Was? So, ist nur du, ne? Ja, mach ich jetzt ohne Thermal zu Anton? Oh mein Gott. Ah. Nein, du sollst nicht Sprung einfach mal, du sollst das werfen. Man kann sich nicht einfach so kaputt hauen. Das ist voll nervig gemacht hier. Was hat? Zur allgemeinen Information. Er macht doch nicht mal irgendwie Schaden, habe ich so gefühlt. Kontrolle zu übernehmen. Einen schönen Tag noch. Wenn ich Schaden mache. Ich bin irgendwie schneller. Meine Güte, ey. Kann ich einfach mit einem Dings hier Granaten auf die werfen? Jetzt kann ich natürlich nicht. Aber der. Warum bist du denn schon wieder hier? Wo war ich eben? Eine Sekunde, ich habe gar kein Ding hier. Boah. Ey, die macht mich hier einfach fertig. Ey, die Hälfte von den Dingern macht gar keinen Schaden. Boah. Ja, für einen Kampf hier. Kann man bestimmt irgendwas anderes machen. Ne? Hier, guck mal. Ah, warte, jetzt gibt's aufs. Ja, das macht's ein bisschen einfacher. Meine Güte. Oh, ich spinne. Na, ich bin nicht der echte Captain. Ich bin auf eine kleine List. Ich bin doch der echte Captain. Ihr habt gewonnen. Alles klar, letztes Schiffchen. Okay. Boah, das war nervig, ey. Ich hätte Geschütz mal eher gefunden, ne? So, wir haben alle Großkampfschiffe. Keine Trophäe oder irgendwie sowas dafür bekommen. Nein. Okay.
Ja, das bin ich. Ja, da war auch immer die gleichen Durchsagen, ne? Na gut. Warum bist du schon wieder getrennt? Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. Warum tun die sich immer automatisch trennen? Das ist voll nervig, ey. Muss die immer wieder hier neu reinpacken. Mein Imperial gerade. Ah, die habe ich in meiner Vitrine, in meiner. Die habe ich auch in meine Vitrine drin. Und zwei von denen und dann in der Mitte Darth Vader. Und vielleicht den Imperator da einpacken, ne? Ah. Ich habe gerade nur Vader zur Auswahl. Die müsste ich dann nochmal ausgraben, den Palpatine, den ich habe. Nur alten. Ja. Ja. Ja, ich habe zwei Darth Vaders und zwei von diesen oh, guck mal da, und zwei von diesen imperialen Garden. So, was zum Bollern, was zum Knallen, und wir knallen und wir knallen und wir knallen, schieße so viel wie möglich auf die Ziele. Oh, hier die, ich dachte, ich muss ja alles kaputt schießen, sorry. Erstmal aus Reflex auf alles andere geschossen, ne? Ah. 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 Vielleicht habe ich heute alles im Spiel zu erledigen. Ich weiß nicht, wie lange ich heute aufnehmen wollte. Ich habe mir einfach gedacht, so, ja, mach mal, ne? So, ist der Wookie hier? So, irgendwann kann ich hier noch holen. Jedi Reflexe, wo? So, jetzt brauche ich nur noch. Oh, ich brauche doch noch ein paar. Jetzt brauche ich nur noch. Wo ist der Wookie? Ja, der ist hier. Einmal. Nehme ich an. An einem neuen Planeten oder Ort haben wir noch nicht. Angeblich soll Dings hier kein Planet, sondern Mond von Endor sein. Ja, Kev Bier, ne? Deswegen ist der Todesstern oder ein Teil davon auf dem Todesstern gelandet. Also, ne? Ja, guck mal. Hallo nochmals mit Reisender. Hallo, glaubst du, diese Sith-Ewigen wollen einfach alle Logos der ersten Ordnung mit ihren eigenen Postern überkleben? Ein Schiff dieser Größe zu renovieren ist doch sicher ganz schön teuer. Zum Glück wurden sie ausgelöscht, bevor sie sich über sowas Gedanken machen mussten. Ja, Batterie. Okay, viel gibt es hier 9. Dann machen wir mal jetzt wieder so ein Raum. Leute, wie geht's? Ja, keine Ahnung, weil ich mich heute reinhänge, dann könnte ich ja vielleicht alles schaffen. Ne? So, ich muss hier wieder eine Kombination. Da unten sehe ich es schon. Jemand, weil das an der Wand ist, gehört das dazu, ne? Dann machen wir so, ne? Das ist an der Wand, also ist eins richtig, ne? Ich sehe davon kein Ding. Das ist die 4. Dann muss ja eigentlich okay. Dann war auch schon richtig anscheinend. Bonk. Das reicht als Bezahlung. Antwort von unten. Das ist Kylo. Ja, ich bin Kylo hier rum noch. So, oh, nur noch 48, 58. Was hier? Ja, gemacht, Leute. Warum tut das nicht, was ich will? Ganz ruhig, Kollege, ganz ruhig. Die Nummer wird voll von den Dingen da blockiert, ey. Der Preis. Meine Güte.
schnell. Piept. Ich habe gerade gesehen, da ist was zum Einsammeln, zum Einstecken. Ne? Helm. Ich würde eigentlich mit der Macht wegpusten, aber ging nicht. What? Also ja, das hier. Da haben wir Teil. Ja, damit. Okay. Alter. Yay. Niemand wird mir das. Die Toilette. Nicht Snoke. So, wo müssen wir jetzt hier? Bitteschön. Mach ich doch gerne. So, im Hangar ist noch was, sehe ich. Warum sind ja noch so viele Kreise, obwohl... Okay, die sind alle im Hangar, was? Gut. Nein, da ist die Toilette. Nein, hier ist auch was. Alter. Dann nehmen wir hier. Okay. Dann warte mal hier. Oh, Basketball. Muss ich da so rein? Nein. Dann muss ich ihn da reinwerfen. Ich hoffe, wir können das in Zukunft vermeiden. Sorry. Ich habe sowas schon mal gemacht und ich weiß nur nicht, was ich da gemacht habe. Ich bräuchte so ein Bällchen oder so. Müsste ich da BB-8 reinpacken? Dich mal ihn. Der Preis für den Holoschach-Wettbewerb in dieser Woche. Also ja, klappt. Meine Güte. Druiden ditchen. Get dunked on. Alles klar. Gut. Weiß nicht, dass das funktioniert hat. Oh, Hähnchen. Haben wir hier was zum Aufspringen? Zum Weg, aus dem Weg. Und noch eine. Aber Krach in der Kaserne. Wer ist er denn? Okay. Oh. Machen nicht mit der oberste Anführer, ne? Da ist schon wieder ein BB. Machen wir noch mal so ein Ding. Okay. Mein Gott. Pixel-Version von Imperialer Marsch. 8-Bit-Version oder 16-Bit-Version davon. So, ich habe nicht gesehen, wo ihr schon hier seid. Gefunden! Oh, ich kann verwenden anscheinend. Links, oben. Verstehe nicht, warum ich manchmal solche Bösewicht-Dinger hier mit dunkle Machtbenutzer manchmal benutzen kann oder nicht. Dunkle Seite, meine ich. So, ein Ding fehlt noch, cool. Aber manchmal geht da, manchmal nicht, ne? Hm. Dann komme ich da ein, da lang. So, jetzt ist Steinchen, wo ist er? Der ist ein bisschen unspektakulär. Okay, gut versteckt. Nicht wirklich. Also.
Ich nehme an, das ist sehr viel schwieriger, hier alles zu bekommen, wenn man, ne, wenn man nicht diesen ein Ding hat, was hier ein sagt, wo die ganzen Dinger versteckt sind, ne? So cool. Wir haben 9 von 9. Wir haben 94,26. Oh man, langsam wird's hier. Gut, was machen wir denn dann jetzt hier? Wir machen noch ein paar Nebenaufträge, weil da sind ja auch nur noch 13 übrig, ne? Adjunct Close, heiß und kalt, da steht zwar grün, aber irgendwie ist da nichts. Da müssen wir noch hin. Mustafa, wir können nach Mustafa gehen endlich und da machen. Na ja, mal nach Mustafa. Guck mal, was da so ist, ne? Wir haben über Mustafa. Hm. Immer zu dem Mustafa Ali. Da waren einige Pixel noch übrig. War. Ich liebe es, mit so einem Sternzerstörer durch die Gegend zu fliegen. Gibt gar keinen normalen imperialen Sternzerstörer. Boah. Die haben gedacht, so, oh, der ist irgendwie, weiß nicht, der von der ersten Ordnung ist halt besser, ne, brauchen wir halt nicht, deswegen wollen wir die ja markiert. Jo. Gonkobo, Fremdling helfen viele Gonks in der ganzen Galaxis. Gonkobo sehen so wie Gank GNK für GNK das galaktische Schicksal erfüllen. Gonkobo, emotional. Nun ist es Zeit für großes Finale. Schützt Gonkobo auf bisher größte Reise durch Feuer und Wut, durch Liebe und Hass, obwohl viele Bösewichte, die Zeit ist gekommen. Obacht. Fremdling ist wahrer Freund der Gonks. Folgt Gonkobo zum Ruhm. Was hat die letzte Gonk-Mission? Dafür gibt es, glaube ich, auch eine Trophäe oder so. Merk hat, der fliegt einfach so durch die. Der ist gar nicht in dem Schiff, da ist einfach so ein Gonk, der durch die Gegend fliegt, sehe ich ja gerade. Was zum? Warum ist denn der so groß? Ich bin direkt neben dir, Kollege. Nein. Warum entfernst du dich von mir, mein einziger Freund? Nur weil ich deutlich über dir stehe. Aber. So, oh mein Gott, ich sehe, hier sind schon wieder so viele Sachen. Ne? Ah, Finger weg von dem. Finger weg von dem. Wir haben den schon Schaden gemacht. Man fliegt doch mal. Ich kann gar nicht abbremsen mit dem Teil. Ich drücke die ganze Zeit Kreis, aber der geht nicht langsamer. Na, voll kacke. Ja. Ich dachte, er hat irgendwie voll den Rückstoß. Irgendwie die Kamera geht aber nur so nach draußen. Ich dachte, ich fliege irgendwie so voll nach hinten mit jedem Proton-Torpedo. Ich das Schiff wechseln ganz schnell. War hier Boba Fett Slave One oder Sternschiff oder wie auch immer es ist. Ja, guck mal, das können wir ja fast ganz anhalten. Ja, so ist auch gut. Wenn es schnell sein muss, dann ist es schnell. Wenn nicht, dann ist er noch langsamer. Ich will mich ja gar nicht. So muss das. Ich komme fast genau zum Stillstand kommen. Okay, der hat irgendwas gesagt, aber da stand nichts. Wow, hier geblieben. Mein Gott. Hier geblieben. Hier geblieben. Hier geblieben. Boah. Er ist auch hier geblieben. Jetzt machen wir den Mist, ne? Bleib mal hier. Nein, Finger weg von dem. Warum bin ich jetzt schon wieder schneller? Das kann ich schon wieder nicht anhalten. Was zum ist, aber ich hier im Kampf bin oder was? Ist doch vollkommen egal, man. Ob ich im Kampf bin oder nicht. Das kann ich wieder nicht komplett zum Schwierig kommen. Hänger weg von dem. Er ist auf seinen Abenteuer von Liebe und Hass. Er darf nicht gestört werden.
denn das schon wieder? Was ist das denn hier? Ah, da muss er da rein. Ich nehme an, da soll irgendwas stehen, aber irgendwie geht er immer sofort weg. Seitdem dann Dockingstation oder rein soll, ja, ne. Ich war lang geschossen, was? Sieh doch gar nichts da. Kaputt, kaputt. Kaputt, kaputt. Aber wer? Die tun mich auch vollkommen ignorieren. Die gehen auch nur auf den los, ne? Die Schweine. Ich bin auch noch hier. Nur einer übrig. Boom. So. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Konkubo hat es geschafft. Mit Hilfe des Fremdlings. Die Zeit ist gekommen. Au. Meine Aufnahme. Gong. Der letzte Gong. Yay. Ja, wir werden jetzt, glaube ich, in nächster Zeit viele Trophäen hier aufploppen sehen, ne? Oh, ich will ihn nur kaufen. Ah, kann ich auch. Im Wesentlichen Wanderbatterien und sind oft als Militärbasis an Ort zu finden. Die haben in den Battlefront immer Munition gegeben, wenn man neben den stand, glaube ich, ne? So, cool. So, was kommt noch? Mustafa. Verbotenes Tal. Forst du mich heraus? Da müssen wir auch noch machen, genau. Pasana. Da sollten wir vielleicht allgemein mal hingehen. Aber da noch gar nicht die Quests gemacht haben, ne? Wir sollen da irgendwie ja mit dem Drachen fliegen, ne? Aber dann haben wir irgendwie nicht gemacht, weil wir irgendwie dann von dem Planeten irgendwie automatisch weggegangen sind, ne? Da kamen wir gar nicht dazu, Mann. Boah. Jetzt bin ich hier, ja. Und da oben muss ich wegfliegen, ne? Weil, ey, da oben ist ein Stein, sich gerade. Stimmt, ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme bisher. Oh mein Gott. Nehmen wir mal an, einen Druiden kann ich da nicht voll hoch. BB8. Warte, warte mal. Was ist das denn hier? Gar nichts. Oh Leute, wo ich das nochmal? Ah, BB8. Ich nehme nicht an, ich kann nicht so weit nach oben packen, ne? Ne. So, was ist das hier? Also das Ding ist einfach nur drauf gewesen. Mama. Soll ich echt so hier hoch? Das ist so auf der Karte hier. Nein, ich rutsche da runter. Okay. Ah. Das kann womöglich der offizielle Weg sein. Ihr müsst euch mal echt abregen mit euren Rückwärtssprüngen. Hm. Ah. Ich noch jemanden da oben hinkriegen, ne? Eine Sekunde. Ah, na. Dann verwandeln wir dich in Dings, ne? Das Ding. Okay. Nein. Nein. Okay, wir sind hier.
Wir kommen auf Pasana. Wie soll man denn hier hochkommen? Da war neben der offizielle Weg, ne? What? Ach, von da, guck mal da. Das ist ein Ding zum Fliegen. Egal, ich habe es so geschafft und ich bin stolz drauf. Was bist du? Ein Cheater. Nein, stolz. Ich bin ein Cheater und ich bin stolz. Da, da oben ist was zum Fliegen. War ich da schon? Ja, ne. Schon gemacht? Ja, ne? Ja. Wer der Drache? So, ach, mit dem muss ich auch reden. Ja, ich muss das sogar machen da oben. Mit dem Drachen, mit dem Rennen da. Meine Güte. Na gut, hilf mir auf die Sprünge. Oder muss ich halt einfach nur, ich muss einfach, ja, steht sogar, ich muss hier. Was Sachen rennen, 30 Sekunden. Oh Gott. Das hat nicht so lange gedauert. Da fliegt über 30 Sekunden. Leute. Okay, da war aber ein bisschen zu chillig. Wow, deine Kunstflug war fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass du so wirklich, dass du das wirklich warst. Ich war es nicht. Mein Freund hier hat mir zum Sieg geholfen. Ich wollte nur, dass ihr euch nicht mehr über meinen Drachenfliegen lustig macht. Kann nicht alles wieder so sein, wie es vor dem Wettbewerb war? Du hast recht. Dieser Drachen haben uns auseinandergerissen. Verflucht seid ihr Drachen. Eure hypnotischen Flattern und majestätischen Aufsteigen haben meine Geist vergiftet. Ich will mir mein Leben der Zerstörung aller Drachen in der ganzen Galaxis. Klar, oder wir können einfach wieder Freunde sein, wie wir es waren, bevor dieser Drachen uns verdorben hat. Alles klar. Forderst du mich heraus? Provozierst du mich? Okay. Nambi, gib mal. So, Steinchen. Ein Druide geht herum und erzählt, dass Leute den Leuten, wie köstlich die Süßigkeiten sind. Ich werde die gratis Werbung nicht ablehnen, aber wir sind so mehr Kunden beschäftigt, dass ich verwirrt war und falsche Bestellungen aufgegeben habe. Ich weiß euch nur ungern von den Feigen, alles klar. Ich sehe schon, ich bin wieder Kellner, ne? Hoffentlich sind diese Desserts gut. Ich warte immer noch auf meinen Aki-Kuchen. Kuchen! Entschuldige. Einstecken. Ich habe irgendeinen Kuchen bekommen, aber eigentlich hatte ich den galaxisweit bekannten Wookie Cookie bestellt. Wookie Cookie Cooking? Choice Wookie Wookie Cooking? wo ist denn der? Liegt er auf einem anderen Tisch? Kollege, wo sind die Sachen? Die sind gar nicht hier. Da liegt irgendwas. Warum liegt... Boah, warum sind die ja überall? Ich nehme an, du bekommst das hier, ne? Ja. Yep. Ausschlussverfahren. So, dann heben wir mal hier den Keks auf, der ja irgendwo im Dreck liegt, ne? Oder hier drinne. Meiner. Alter, echt? Auf der Suche nach dem Wookie Cookie. Ich gebe keine kostenlosen Snacks aus, also müsst ihr ihn hier bezahlen, wenn ihr ihn zurückhaben wollt. Ja, meinetwegen. Vielen Dank, sehr freundlich. Die Nachfrage nach Wookie Cookies hat in den letzten Jahren wohl zugenommen. Oder ihr seid einfach nur Boba Fett's Name Gain. Chewie's Wookie Wookie Cooking. Jabba Farts Unleashed. Stormtrooper Tennis.
Fischen mit Akbar. Hier wollte jemand einen Keks. Nimm den Keks. Ich habe irgendeinen Kuchen bekommen. Du sollst hier rein. Ich will nicht mit dir reden. Ich meine Güte, wieso sollte ich mit dir reden wollen? Ja, dein Trinkgeld. Blubblubba. Verdammt für einen Wurf. So, schnell und süß. Was, ja, was? Oh. Das hat er schon gemacht, ja, ne? Ja, das habe ich schon mal gemacht. Habe ich so einen Drachen abgeschossen, ne? Tod all den Drachen. So. Ja, ey. Was ist denn hier los? Sei gegrüßt. Die Gerüchte sind wahr. Ich organisiere gerade einen Gong-Druiden-Schönheitswettbewerb und benötige etwas Unterstützung. Ich bin nur mit den Gongs allen fertig gerade. Ich werde meine Position einnehmen und rufe dir zu, welche schönen Gongs du auf den Laufsteg schicken sollst. Eine solche atemberaubende Gelegenheit sollte man nicht verpassen. Okay. Unser erster Gong-Kandidat hat eine wirklich wilde Einstellung. Der freche kleine Druide hat keine Zeit für einen Master. Wo soll ich denn das wissen? Was soll ich denn wissen, wer von denen frech ist? Selbst ein Droide mit nur einer halben optischen Linse kann sehen, dass dies nicht der Gong ist, den ich angefordert habe. Bringt mir sofort den richtigen Gong. Willst du mir etwa sagen, das ist nicht der Druide, nach dem du gesucht hast? Aber woher soll ich denn wissen, welcher wer hier ist? Selbst ein Druide mit nur einer halben optischen Linse kann sehen, dass dies nicht der Gong ist, den ich angefordert habe. Bringt mir sofort den richtigen Gong. Dieser Gong wird euch das Herz stehlen und vielleicht auch euer Geld. Für einen so kleinen Druiden hat dieser Gong eine große Persönlichkeit. Vielen Dank, Kandidat Nummer 1. Sie haben sich sichtlich amüsiert. Das sieht man gern. Wer freut sich schon darauf, zu sehen, wer unser nächster Gong sein wird? Dieser Gong ist ein launischer Kollege. Seine intensiven Blicke entlocken noch dem leblosesten aller Druiden eine emotionale Reaktion. Verstehe. Ganz eindeutig bist du ja von denen am Sprechen, ne? Der Blick der tausend Sternenschiffe startet und das aus gutem Grund. Star Wars sucht den Supergong. Dies ist kein Druide, den man seinem Master vorstellen würde. Einen gebührenden Applaus. Na, gucken sich andere Gong-Druiden das hier an. Der nächste Druide steht ständig unter Spannung. Dank seiner scheinbar unendlichen Batteriekapazität. Nichts kann diesen Gong stoppen. Abgesehen von einem kompletten und katastrophalen Systemausfall. Alles klar. Ich verstehe schon. Was, wir hatten da ganz einen Helm. Okay, ich habe nicht gewusst, ob man die Kamera hier bewegen kann. Seht ihn euch nur an. Ein buchstäbliches Energiebündel. Nochmal. Gong-Druiden sind immerhin wandelnde. Ich bin ja dieser Typ, ey. Diesen Druiden kümmert Effizienz nur wenig. Sein Energieverbrauch ist fast nicht mehr zu messen. Das ist doch geradezu verantwortungslos. Was für ein Gong. Vielen Dank, Kandidat. Du bist wirklich eine Augenweide. Leider ist das alles, wofür wir Zeit haben. Die verbleibenden Teilnehmer werden nicht mehr benötigt. Zeit für die Preisrichter, einen Gewinner zu wählen. Ich fand euch alle drei oberaffenmäßig kacke. Das gab es noch nie. Es kann kein eindeutiger Gewinner ermittelt werden. Es haben wohl wir sind alle Gewinner, aber auch Verlierer. Aber ich bestehe darauf, dass ein Gewinner gekrönt wird. Mein Assistent, es liegt an dir, den Sieger zu wählen. Die Uhr tickt. Wähle einen Gewinner und bring den Gong auf das Podium. Möglicherweise musst du ihn etwas hochschieben. Aber ich nehme den hier.
dachte, ich habe Kylo. Geh du da hoch. Wohin? Hier hin. Achso, ich soll ihn da oben aufs Podest. Oder? Ja. Sagst du halt auch? Nein, okay. Nein, nämlich niemand wird mir das wegnehmen. Nicht Snoke, nicht mein Vater, niemand. Okay. Irgendwie hat er den Text nicht gelesen, aber okay. Na, da wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Zwei Dinger fehlen noch: ein Charakter und ein Schiffchen. Schiffchen fehlen auch nicht mehr viele, ne? Auch so, ja. Sorry. Ich muss mir mal wahrscheinlich angucken, wo ich hier irgendwie so ein Tier verpasst habe, auf das ich reiten muss. Irgendwo scheine ich damit verpasst zu haben dann, ne? Oh, ich habe meinen Rasselduff beim Feiern auf dem Fest verloren. Ich nehme meine Heiterkeit sehr ernst und oh, mein Lieblingsinstrument ist einfach nicht dasselbe. Bitte helft mir, es zu finden. Ich habe überall gesucht, aber kein Glück gehabt. Okay. Ich bin zurückgegangen und habe nichts gefunden. Also könnt ihr euch umhören, um festzustellen, ob jemand anders es gesehen hat. Klar, ich tue auch gerne mit Leuten reden. So ein gechillter Typ wie Kylo Ren, ne? So, wo bist du? Nein! Seit diesem einen Unfall mit den einen Part. Ich da kein Risiko mehr ein. Ich meine, wenn der Teil gegen das Ding. Nein, ich habe es nicht gesehen. Aber ganz zufällig habe ich hier auch etwas verloren. Ich habe es auf keinen Fall fallen lassen. Vielleicht wurde es gestohlen. Ach egal. Das ist mein nach dem Fest Problem. Okay. Seine Sache da. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Ich muss mein eigenes verlorenes Eigentum finden. Buh. Aber wenigstens hat der Typ, der vorhin unbeschwert lachend in die Höhlen rannte, seinen Spaß auf dem Festival. Lachender Typ in den Höhlen, den schnapp ich mir. In der Disco-Höhle, da gehe ich hin. Hier ist irgendwo noch was. Da ganz oben, ja, ne? Wie komme ich denn da hin? Ne, das ist die Quest, ne? Da. Hier bin ich falsch. Da ist eine Höhle. Alles klar. Gut. Oh, ich weiß nicht, ob wir bald fertig sind mit dem Spiel, ne? Meine Güte, wie lange ist es her? Hey, ja, was geht? Boah, ich wollte ihn eigentlich wegfliegen lassen. Oder mein hier. Die Höhle ist leider geschlossen. Respektabler Truppler der ersten Erhaltung. Niemals wieder. Ciao. Oh, hey. Und wenn die Leute auf dem Fest von fehlenden Sachen reden, ignoriert sie einfach. Sonnenstich. Was? Ein Dieb? Ich darf sehr bitten. Immerhin bin ich ein respektabler Truppler der ersten Ordnung. Ich meine, er hat recht. Er steht in seinem Namen, also wohne, führe muss es stimmen. Verdächtiges im Schilde. Schön. Ich zeige euch mein Gesicht, wenn ihr dann geht. Seht her. Ist dies etwa das Gesicht eines unehrlichen Trupplers, der den Leuten ihre Sachen klaut und sie verkauft, um nebenbei ein paar Credits zu verdienen? Eben. Und nun lasst euch finster anstarren. Das bewegt sich da im Hintergrund. Ich bin mehr als fähig, das zu erledigen. Aufgepasst. Sehen wir das mal runter. Wir fangen schon an zu ballern. Boah, ich fühle mich komisch. Hä? Wer hat die Tür geöffnet? So. Versteh's nicht, ich muss das tun. Hey, wie seid ihr hier reingekommen? Oh, das ist billig. Der alte Gedankentrick. Ja, ja. Ein Oldie, aber ein Goldie, ne? Beeindruckende Ausdauer und dieses raffinierte Jetpack.
Also, bis dann. Ich wusste, er rennt weg. Ja, geblieben. Wo bist du? Ja, geblieben. Boah. Dieses Ding wird mir nie langweilig werden. Hey, lass das! Ja, mein lichtweites Ziel suchen, ne? Du kannst mir nicht entkommen. Was ist das? Hey, lass das! Ich werde niemals verfehlen. Mein Gott. Oh, das hat wehgetan. Ich bin easy Modus hier, für diese Mission aktiviert. Oh, oh. Da sind meine Autoschlüssel. Alles klar. Nimm das. Ich habe unsere vermisste Habseligkeit gefunden. Mein Rafzeldorf. Die Kette meiner Großmutter. Meine Lieblingsbadeente. Mein eingerahmtes Bild vom Senat? Moment. Das gehört mir nicht. Ihr habt viel von uns geholfen, unsere wertvollsten Besitztümer wieder zu bekommen. Also, diese eine Dame, sie muss es irgendwo verloren haben. Jedenfalls danke ich dir, freundlicher Besucher. Cool. Und so ein Feld hat hier so mit so unten. Da hätten sie die Hand ja auch echt noch mal so umdrehen können, damit sie so halten kann. Okay. Was haben wir noch hier? Sind alles hier in dem Gebiet? Ja, ne? So ein Charakter, ein Stein und ein Schiffchen. Hm. Habe ich nicht hier irgendwo noch was gesehen gerade? Ne, hier ist nichts mehr. Erstmal. Ist er weg? Hat hier nicht noch eine. Ne, das habe ich doch gerade gemacht, ne? So. Macht quetschen. Nee, da kriegen wir sogar mehr, als wir eigentlich brauchen. Für die Dinger. So. 10 Aufträge noch. So. Pasana, hier soll noch irgendwo eine Quest sein. Aber die kann auch irgendwo in dem anderen Gebiet sein. Ne, hier sind ja 2 Gebiete. Ja gut, also ich sehe ja nichts mehr. Also gehen wir mal zu dem anderen Gebiet. Guck mal, ob wir halt noch in 5 Minuten schaffen. Weiß ich nicht. Wenn wir nicht, dann kann man ja trotzdem machen, ne? Einfach nur so, um genau abzuschließen. So, ach, ich habe hier schon alles. Okay. Ist gar nicht hier. Dann sag mir das doch mal. Ich hätte jetzt hier für Stunden gesucht oder Minuten. Ja, technischerweise sind Stunden auch Minuten, aber. Hey, ein guter Tipp von mir. Passt ja auf, wo ihr hintretet. Ich bin nicht der erste Droide, der hierher geschickt wurde. Ah. Dunkel. So. Ich hätte gerne meine Quest, ein Charakter und ein Schiffchen. Damit wir hier auch alles haben. Da oben scheint irgendwas zu sein. Da war vorher das Schiff, ne? Hm, guck mal hier. Da ist aber zum Kaputthauen machen. So. Hm. Okay, warum habe ich das gemacht? Um das zu bauen. Was baue ich da gerade? Kamera. Oh, Schlüsselchen. Ballast begutachten. BB-8. Hast du das gehört? Ghost. Oh, schön. Der bullige. Oh. GNK Energiekreuzer, was? Okay, der war auch ein Schiff, alles klar. Okay. Alles klar.
Dann brauchen wir ja noch einen Charakter und einen Stein. Ich sehe auf der Karte keinen Dingens, kein. Oh mein Gott, doch hier ist einer. Dein Grundtabär. Was hat denn hier? Hallo? Sind denn Sandraupen? Hallo? Ist er nicht von den Sandraupen? Ich muss dringend beim Fest. Du hast gerade ein anderes Zeichen. Beim letzten Typen hier. Nur ich und Transportraupe haben solche Ware. Aber die Raketentruppler erinnern sich an Transportraupe, weil ich Widerstandskämpfer mitgenommen. Sie haben auf mir geschossen und Transportraupe ramponiert. Muss Wichtiges reparieren. Aber ohne Deckung bin ich leichter Beutel. Einziges Mal gut. Leichter Beutel. Und schon leidet Geschäft. Du hilfst mir, ja? Ja, aber sicher doch. Danke. Ich möchte. Du hältst Ausschau nach Raketentrupplern, ja? Ja. Arme kleine Raupe. Okay. Verteidige ich gerade zum Transportraupe. Raketentruppler, sie sehen uns. Transportraupe gesichtet. Und ich sehe sie. Ich habe nur Zahlen und Punkten gehalten. Warte, du von da, die tun von da abschießen schon? Das ist voll billig. Man klingt ja, als würde er irgendwie gerade voll am Futtern sein, so. Boah, köstlich. Kunde hat nicht immer recht. Ich falsche und vage Kunden manchmal. Ich kann gar nicht ausreden lassen, ey. Aber im Grund weiß ich, du guter Verteidiger. Verteidige weiter, sonst wir geliefert statt Ware. Es sei denn, sie Geiz haben. Dann können sie versuchen, im Treibfeld einkaufen. Oh. Meine Güte. Finger weg. Ich sehe euch hinter diesen, hinter diesen Furzwolken, ne? Ich hoffe, muss ich auf ihn schießen. Mein Gott, wie oft muss ich auf den schießen? Nein, bitte nicht. Okay, das lief nicht wie geplant. Ein neuer Plan muss her. Bum, 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 bum. Ah, das ist einfach nur ein Helm, der am Fliegen ist. Okay, nicht okay. Warte, wo? Wo ist er abgeschießen? Abgeschießen, wo ist er abgeschossen? Nimmst du die Finger weg? Okay, wir jetzt in Sicherheit. Wir kommen hier rüber. Ja, ich komme darüber. Du gute Arbeit. Boah. Endlich konnte ich leichtgläubigen Festbesuchern Waren aus Kassana zu. Jetzt kann ich meine Mahlzeit endlich spenden. Boah. Creme Boulet. Fabel auf Passana. Das ist Knüller. Nochmals vielen Dank. Wir sehen uns. Bitteschön. Ja? Ich nehme an, wir werden uns da nicht sehen, weil mir fehlt nur noch ein Stein hier in diesem Gebiet. Also, ja, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr, ne? Arme kleine Raupe. Den letzten Stein werde ich ja wohl auch noch irgendwo finden, oder? Schatttruppler, erste Ordnung. Nicht den Typen. So, ich sehe aber auf Anhieb nichts auf der Karte. Da ist was. Wie komme ich da hin? Hier hin? Ja. Okay, reg dich ab. Mal wieder. Zumindest auch nicht auf einmal so. Da bist du, diese nervigen Viecher aus Tatooine. Ja, ich würde einmal gerne herunterfallen. Danke. Für dich, Schönheit, würde ich durch jede Höhle laufen. What? Wie peinlich. Ich kann wohl doch noch nicht alles. Oh. Hey. Ich habe da gerade jemanden gehört.
der Suche nach Ochis Schätzen? Ha! Ich habe sie zuerst gefunden. Sie gehören mir. Jetzt gehört er mir. Aber nein, ich will keine Höhle. Wo sein? Wo ist er? Mein Gott, ich krieg den gar nicht erwischt. Geh mal aus dem Weg. Nein, voll Funfair. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Ja, ich auch. Aber wollen will ich eigentlich nicht. Wenn man kommt aus der Puste. Ich hab den damit. Ah. Schneid ihm den Weg ab. Nein, nicht du. Warte, die Jagd beginnt. Okay, jetzt hast du mich provoziert. Jetzt gibt's aufs Maul. Nein, ihr macht voll Spaß und ist fair. Ich will dich nicht schlagen, ich will dich abknallen. Leblos Stück. Hast du trainiert? Ja, den haben wir schon ein paar Mal irgendwie getroffen, ne? Auf Tatooine, nicht Tatooine, auf Naboo und so, ne? Meine Güte, bleibst du jetzt hier, Mann? Du Monster! Dieser random Druid. Schon schwer genug zu durchqueren, ohne dass du mich schlägst. Ich krieg dich, egal wie oft ich meine Kollegen hier noch kaputt schießen muss. Meine Güte, bleib doch mal. Mein Gott, stell dir noch mal jemand hier am Bein, ey. Hilf mir. Schon schwer genug zu durchqueren, ohne dass du mich schlägst. Manchmal treffe ich den auch, aber macht nichts Schaden. Okay, kannst du mal aufhören mit diesen blöden Furzgranaten hier? Boah. Gib mir meinen letzten Stein von diesem Planeten. Hast du trainiert? Dann fragst du mich da die einen Knopf. Ja, diesmal wusste ich. Ja, guck mal, ich habe ihn ja gefangen. Er tut den Kopf immer jetzt zurück, deswegen. Hey, voll unfair. Ja, jetzt habe ich dich, ne? Ich hab dich. Diese Höhle ist schon schwer genug zu durchqueren, ohne dass du mich schlägst. Ja. Warum denn immer so schwierig, Mann? Meiner. Trailing Sectors. Ein Sektor schon wieder abgeschlossen. Oh, na gut, na gut. Ich ergebe mich. Bitte mach, dass das nicht meine letzte Höhenjagd ist. Ich flehe dich an. Okay. Okay. Cool. Dann haben wir hier auch. Falsches Menü. Höhle der Wexes. Oh, hier haben wir alles erledigt, ne? Gut, was haben wir denn noch? Eines? So eine Folge mit Quests werden wir wahrscheinlich noch machen, ne? Aber dann ist es auch schon wieder fast vorbei, ne? Wir kommen ja noch nicht in die nächste Level direkt, ne? Exegol müssen wir wahrscheinlich noch erkunden und so, ne? Vielleicht nur noch Exegol. John Kloss, da sind ja auch irgendwie Sachen noch aufgetaucht, ne? Weiß nicht, warum das immer noch weiß, ist ja auch mal gar nicht mehr so viel, ne? Ja. Cool, da würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns auf Agent Kloss, ne? Warte mal, ich habe gerade richtig gesehen, wir haben nur noch bei Agent Kloss hier Sachen zu erledigen. Ah, guck mal. Da könnte ja schon ja der letzten Part sein, da kommen wir gar nicht mehr so viel, ne? Müssen wir eigentlich nur noch Exegol hier erledigen, ne? Und erkunden und so. Cool. Ja, dann sage ich aber, beim nächsten Mal sehen wir uns bei Arjun Kloss wieder, ne? Da machen wir da noch irgendwie Zeugs, ne? Wir müssen da hier irgendwie, ist irgendwie was gekommen, ne? Echsen verpetzen.
ist irgendwie da aufgetaucht. Ich weiß nicht, was es damit zu tun hat, was es damit auf sich hat, aber das kann man ja auch machen, ne? Und die restlichen Sachen, die wir hier noch sehen und was auch immer das ist, ne, werden wahrscheinlich noch hier auf Exegol sein, ne? Keine Ahnung, ne? Exegol, ja. Alien Claws, ne? Auf 8. Auf 8 Tor ist noch irgendwas. Da müssen wir halt noch mal gucken, ne? Hat hier noch alles fehlt, ne? Einige Planeten, ja genau, einige Planeten sind ja noch gar nicht abgeschlossen, ne? Okay. Ich werde schon herausfinden, ne? Aber nächstes Mal machen wir mal Agent Claws weiter, ne? Gucken wir mal, was da so passiert, ne? Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.